Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla. Und ich weiß immer noch nicht so richtig, wie ich hier rauskomme. Ah, hier vielleicht. Nee, irgendwie nicht. Naja, dann ist das erstmal so. Dann können wir den ja erstmal abwählen. Denn ich glaube, hier war ja noch einer. Und eine Etage tiefer. Ja, ist da wieder so ein Ding, was... Alter, geh doch daran jetzt! Alter! Der wieder rudern. Kommen, ehrlich gesagt. Das ist blöd, diese kleinen Dinger, die sind sehr oft sehr einfach zu erreichen. Wenn ich dafür auch jedes Mal Erfahrungspunkte bekommen würde, das wäre cool. Ist das der Tunnel? Los doch, fordern wir bitte! Ist das nicht? Nicht schlecht. Was? Kelly, ja, da ist auch noch etwas, aber du musst nochmal weg. Ja.
Við munum ganga á kaupgang á morgun. Ég sá skip sem koma. Má vera þeir komu með nokkuð. Ich hasse das, in solche Fenster reinzuklettern in diesem Spiel. Das klappt nicht immer so. Ausgesperrt? Sie wurde wohl verriegelt. Vorräte sind immer ganz nett, aber davon haben wir eigentlich immer so viele. Mitglieder des Ordens Grandabrik gehört uns. Diese Summe ist in den Sumpf zurückgekrochen, wo sie hingehört. Ihr Herr ist zerstreut. Heute läuten wir ein neues Zeitalter ein. Das hier sieht aus. Sigmund. Wigmunds Tagebuch. Naja, dann ist das halt so. Dann wird dies unser nächstes Ziel. Dann sind wir eigentlich schon so gut wie da. Kommst du noch, Pferd? Fällt ein vielleicht. Wenn wir das Stück haben, sollten wir vielleicht auch mal gucken, was das Inventar überhaupt mal so sagt. Hier sieht es wieder sehr düster aus. Darf hier nicht erwischt werden. Ja, das wäre nicht so cool. Templer ausgeschaltet? Ich wünschte, mein Leben hätte nur aus Ale gelagen und Pissen bestanden. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Nein, so weit sind wir noch nicht. Ich habe den Orden benutzt, um ein ale-geschwängertes Leben zu führen, aber der Preis dafür war Mord. Wirklich traurig. Ja. Einfach mal ein Ordensmitglied gekillt.
dazu sagen. Ich bin ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. Ich muss sehen, was du siehst. Schwert. Das hat, Schwerter haben wir sehr selten. Der könnte nachher wirklich besser sein. Er sieht auch sehr schick aus. Nee, das ist er gar nicht. Das? Oh! Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, da kommen wir, glaube ich, nicht so schnell hin. Aber ist okay. So ohne irgendetwas ein Ordensmitglied platt gemacht haben. Das ja auch so ganz gut, ohne großartig was dabei zu machen. Ja. Ah, war ein bisschen früh. Okay, ja.
kann ja nie wissen. Lieber drauf schießen. Als dann da. Was ist denn das hier für ein komischer Ort? Dunkle Geister beherrschen das Himmelszelt. Ja. Und ich habe eine Quest abgeschlossen. Könnt ihr euch das vorstellen? Gefallener Krieger, von den Valkyrjur verschmäht. Sie musste viel erleiden, bevor sie starb. Bist du gekommen, dem großen und gewichtigen König Lerion die Ehre zu erweisen? Diesen Mann kenne ich nicht. Er wurde betrogen und ermordet von denen, die seine Freundschaft zurückwiesen. So wie du es nun tust. So warte doch, ich bin nicht dein Feind. Dunkelheit soll herrschen und du sollst darin vergehen. Deine düstere Göttin wird mich holen. Was? Du wirst Teil meines Knochenbergs. Ja, wir sind tot. Schlink dich! Das schaffen wir überhaupt nicht. Eine Warnung wäre gut gewesen hier, ne? Ja, komm, töte mich. Hat ja keinen Sinn. Geschichte verliert sich im Zorn, den du spähst. Der Zorn ist mein Heim. Wo das letzte Mal gespeichert wurde. Ein gefallener Krieger. Von dem Valkyrjur verschmäht. Ja. Wie wir wissen, das schaffen wir nicht. Ah, krass. Man entdeckt tatsächlich ganz schön viele neue Dinge hier in dem Spiel. So. Pferdchen. Mich stört das hier überhaupt nicht, dass hier überall offene Gräber, Leichen und all das umhängt. Ist egal. Die Rache ist unser! Alles klar.
uns jetzt doch schon ganz schön helfen. Hier haben wir noch was. Dann geht's hier hin und dann sind wir bei Örlök. Keine Aufmerksamkeit erregen. Der strullt immer noch. Nun, das war das. Was ist das? Legende. Nicht verfolgte Quest. Okay. Haben wir auch gerade viel souveräner ausgeschaltet, als ich dachte. Ich dachte, ja gut, scheiß drauf auf Schleichen, ich renne da rein und metzel rum, aber war dann doch rein zufällig Schleichen, ohne dass ich so gewollt habe. Das sieht stark nach einer Quest aus. Ja. Verstecken und jagen, macht euch bereit! Hm. Verstecken und Jagen ist ein echtes Kriegerspiel. Gut, dass ihr es spielt. Spiel doch mit. Die hier sind leicht zu finden. Aber du bestimmt nicht. Los, versteck dich mit den anderen. Wenn ich gezählt habe, jage ich euch wie der mächtige Fenriswolf. Alle verstecken sich, während ich zähle. Und wenn ich fertig bin, suche ich euch. Los, versteckt euch. Aber bleibt im Dorf. Außerhalb vom Dorf gilt nicht. 12, im Dorf. 11, 10, 9. Offensichtlich. Hier bin ich schon. Aber für dich ist auch noch Platz. Ich hätte aufs Dach gehen sollen, oder? Ja, aber sie ist doch da. Wolfsnase nimmt eine Fährte auf.
Hab dich, Krümel! Mann, du hast geguckt, oder? Ha! Nichts entkommt der mächtigen Nase des Fenriswolfs! Au! Der Fenriswolf wird hungrig! Okay. Der Riese hat gewonnen! Der Riese im Schatten, der nie gesehen ward. Lebt wohl, Kinder. Spielt schön und haltet euch warm. Ein Kriegerspiel. In diesen Zeiten müssen selbst Kinder vor zweibeinigen Wölfen fliehen. Wirklich ein Kriegerspiel? Ist das heutige Verstecken daraus entstanden? Aber ja, macht ja irgendwo Sinn, ne? Ich meine, wenn früher die Bösen kamen, musste man halt auch fliehen und sich verstecken und fliehen, wenn man gefunden wurde. Interessant, was das teilweise für... Was die heutigen Spiele so für Hintergründe haben. Falls dem auch überhaupt so ist, aber es würde ja Sinn machen. So, Zeit ist perfekt, tatsächlich, um eine Runde Urlock zu spielen. Oder 30. Ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie viel wir machen müssen, bis wir gewinnen. Es müssen harte Zeiten sein. Lassen? Ja, lass mal. Ah, Erlik. Das Spiel kenne ich gut. Also, was meinst du? Spielen wir ein paar Runden? Na klar. Fangen wir an. Bis ich gewinne. Hervorragend. Warten wir nicht länger. Warum nicht? Kann ja nicht schaden. Zurück. Sagen kein Würfelglück, aber wir haben 3. Dann kriegen wir 4, 5, 6, 7.
8. Der wird aber wieder weggenommen, dann haben wir nur 7. Ist gut. Ordentlich Punkte, Junge. Ich komme nicht so gut gegen an. Wir haben 3, 4, 5, 6, 7, 10. Er klaut einen, da können wir ruhig auf 8 gehen. Gehen zwei Pfeile durch. 1, 2, 3, 4, 5. Das lohnt sich nicht. Schlecht. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, es würde genau auf 8 hinauslaufen. Er will gesund werden. Gewonnen. Hast du dich überhaupt angestrengt? Meine Güte. Ich hatte lange keinen so guten Gegner mehr. Noch eine Runde. Mir reicht es fürs Erste. Mega gut. Ich dachte erst, ah, das wird vielleicht noch ein paar mehr Runden hinauslaufen, aber war dem dann doch nicht so. Dann können wir ja in der nächsten Folge tatsächlich uns um die Quest kümmern. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.